Jo Freunde, was geht ab? Willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja Freunde, wir spielen heute die besten M4A1 Varianten in Call of Duty Modern Warfare. Außerdem werden wir auch noch ein bisschen über das Update sprechen im Multiplayer und Warzone. Ich werde auch über meine Anfänge sprechen in Call of Duty, also wird heute ein ganz entspanntes Video, vielleicht machen wir auch am Ende noch ein paar Warzone-Clips. Auf jeden Fall wird es ein paar Funny Moments am Ende geben, deswegen bleibt auf jeden Fall an der Stelle dran. Lasst wie gesagt gerne eine Bewertung da, schreibt gerne rein, wann ihr mit Call of Duty angefangen habt und lasst auf jeden Fall auch gerne ein kostenloses Abo da. Und ich würde sagen, Freunde, wir springen rein ins Video. Let's fucking go. Davon werden, wie gesagt, jetzt eine Runde Hearted spielen und werden die besten drei Varianten der M4A1 vorstellen. Wir haben, wie gesagt, die Rauschen-Variante, die kann man im Shop erwerben für einen Zehner. Ich habe sie nicht selber gekauft, sondern sie wurde mir gesponsert vom guten Ehrenbruder Mehmet. Wir werden auf jeden Fall auch noch die Purist-Variante testen, beziehungsweise spielen und die Sonderkommando-Variante. Das ist die Variante, wenn ihr Modern Warfare 2 kauft, also Modern Warfare 2 Remastered kauft, kriegt ihr diese Variante auch nochmal Platz dazu. Oh, noch kein Aim, noch kein Aim, Bruder. Oh Gott. Wieder erste Runde des Tages heute. Deswegen. Aim ist noch nicht da. Aim ist noch nicht da, Freunde. Zack. Schnellpunkt gegeiert, der Nitol. Heftig. Oh, schön. Na, kommt safe wieder gleich in den Headcatch rein. Oder? Auch nicht. Ja, schön. Auf jeden Fall lässt sich die Variante ganz gut spielen, muss ich sagen. Ich will auf jeden Fall auch nochmal die beste Klasse zu der M4A1 anschauen, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Werde ich mal oben rechts hier beim i verlinken. Könnt ihr gerne mal reinschnuppern, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Zack, weg mit dir. Zack, weg mit euch, ihr Knalltüten. Batz, batz. Gibt's auf den... Oh nein! Wow, was? Ich veraimt habe und trotzdem noch geholt habe. Moin. Weißt du. Oh, nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Du liebes Mieschen. Ich muss hier ganz, ganz schnell weg. Ich wollte nochmal darüber reden, wie alles angefangen hat, wie ich Call of Duty zum ersten Mal gespielt habe und so weiter und so fort. Es war eigentlich ganz komisch. Und zwar habe ich mir damals die PS4 gekauft. Und es gab damals, glaube ich, nur drei Spiele. Und zwar war das Knack, so ein Kinderspiel. Dann war das, glaube ich, FIFA 13 oder FIFA 14 und Battlefield 4. Und meine Eltern haben mir damals in der Videothek, was es ja heute gar nicht mehr gibt, Battlefield 4 ausgeliehen. Und ich habe in zwei Tagen die Story durchgespielt. Habe dann auch angefangen, den Multiplayer ein bisschen zu spielen. Und habe einem Kollege Ghost ausgeliehen. Und ich habe dann, ja, Ghost besser gefunden. Und ja, dann habe ich mir AW gekauft. Und so hat es dann alles angefangen, dass ich dann mehr und mehr zum Suchti wurde. Ja, also auf jeden Fall eine ganz lustige Story so an der Stelle. Schon vorher mal ab und zu Call of Duty gespielt, so ab und zu, also wirklich sehr, sehr selten. Es waren irgendwelche LAN-Partys dann sozusagen. Sind wir zum Kollegen gefahren, haben dann noch einen zweiten Fernseher geschnappt und haben dann wirklich 2 gegen 2 Splitscreen gespielt. Auf der Map Hardhead. Such und zerstören, das war richtig geil. Kein Schwanzvergleich, kein, ey, ich bin besser, ich habe besseres Aim. Einfach just for fun, das war richtig geil. Haben in der Mitte so eine Wäscheleine sozusagen genommen und haben wir so eine Decke in der Mitte so aufgehangen, dass man nicht rüberschauen konnte. Das war richtig geil und auch richtig funny so an der Stelle. Werde ich nie vergessen, das war so eine geile Zeit. Und vor allem haben wir auch damals in Black Ops 2 zum Beispiel, haben wir Nuketown Zombies gespielt, bis, ich glaube, Runde 80, 90 zum Beispiel war unser Rekord. Und wenn wir dann zum Beispiel gegessen haben, weil die Runden so lange gedauert haben, war es so gewesen, dass ein Kollege zum Beispiel den letzten Zombie genommen hat und dass er den sozusagen angelockt hat. Und wir haben dann in der Zeit gegessen und er ist dann im Kreis gelaufen und dann haben wir uns immer abgewechselt. Das war eine richtig heftige Zeit auf jeden Fall an der Stelle. Was machen die hier beide? Boah. Auf jeden Fall habe ich auch einige Verbindungen zu Hardhead. Also das ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr coole Map so. Ja, also Just for Fun gemacht. Irgendwie so 2 gegen 2 Messer oder weiß nicht, gesniped, whatever, wie auch immer. Das war schon echt lustig so. Nice. Kommen wir auch noch? Haut's nicht. Hahaha. Okay, Leute, was macht der da? Zack, da hinten hinhauen. Batz, batz.
Wie gesagt, es war damals eine ganz andere Zeit in Call of Duty, wo man einfach gezockt hat, um Spaß zu haben. Auch Black Ops 3 war so eine Zeit, wo ich zocken konnte, Musik gehört habe nebenbei. Ey, es war so entspannt einfach. Ne? Heutzutage geht das ja gar nicht mehr. Man muss da gefühlt mit Sound spielen, ohne einen Nachteil zu haben. Ja, also, das ist schon echt eine andere Zeit geworden. Jeder nimmt das Spiel auch für ernst, so, wisst ihr, wie ich meine? Keiner macht mehr irgendwie so Späße oder wie auch immer, sondern jeder nimmt das Spiel halt für ernst. Zum Beispiel der Kollege hier. Was mich gewundert hat, ist, haben viele Leute natürlich ein Update-Video gemacht, dies und jenes, aber kaum einer hat irgendwie Waffenpatches irgendwie genannt. Deswegen machen wir das auf jeden Fall. Und zwar wurde die SCAR und die FAL verbessert. Das heißt, die hat jetzt eine erhöhte TV-Geschwindigkeit. Würde ich mal behaupten. Dann wurde auf jeden Fall auch die Holger 26 stark verbessert. Da ist nämlich das Bewegungstempo höher. Man hat weniger Rückstoß. Und wie gesagt, auch da ist die TV-Geschwindigkeit deutlich nach oben gegangen. Auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. Vielleicht werde ich die auch mal testen in einem Video oder so. Keine Ahnung. Und die Renetti wurde verschlechtert. Das heißt, die ist jetzt mit dem Dreier-Salven-Mod sozusagen, macht jetzt weniger Schaden. Dann macht es auch weniger Schaden, wenn ihr den Dreier-Salven-Mod drauf habt und Akimbo, dann macht es auch weniger Schaden. Und sie ist aus der Hüfte jetzt unpräziser oder ungenauer, wie auch immer. Auf jeden Fall hat sie jetzt eine erhöhte Hüftstreuung. Dieser, die Fun Steves oder dieser Holländer, Digga, der geht mir so auf den Sack, ne? Bam, Digga. Bist du der fliegende Holländer? Digga, mach dich doch nicht so lächerlich, Alter. Oh Gott, er legt sich hin. Ich guck nicht mal in seine Richtung. Er läuft bei, komplett bei ihm. Freunde, jetzt spielen wir noch die letzte Variante, und zwar die Purist-Variante. Die kann man dagegen auf jeden Fall erspielen, wenn ich mich nicht ganz getäuscht habe. Ich weiß nicht, ob das eine Mission war oder ob man die aus dem Battle Pass irgendwie freigeschaltet hat. Auf jeden Fall konnte man sie kostenlos erwerben. Und ihr seht jetzt hier auf jeden Fall, das Iron-Teil ist ein bisschen anders. Es ist, würde ich sagen, stumpfer, würde ich behaupten, und breiter. Und ja, sieht auf jeden Fall auch ganz geil aus. Ich spiele, wie das gesagt, auch gerne in Warzone, dieses Visier. Kann man, wie gesagt, auf Distanz auch gut was reißen. Pff, ob er da in der Ecke sitzt. Als ob da noch einer in der Ecke sitzt. Hallo, guten Morgen, Meister. Soll ich sagen, das Visier von der M4 feiere ich am meisten auf jeden Fall. Das macht zwar, wie gesagt, nicht großen Unterschied, so vom optischen, aber vom spielerischen doch irgendwie schon. Komm, Bruder. Jawoll. Oh, Digga, ob der schon wieder in der Ecke sitzt, der Frechdachs. Mein Gott. Bitte unterlassen Sie das. Boah. Nein, hinter mir. Jawollski. Wuhu. Auf jeden Fall bekommt ihr gleich noch auf jeden Fall ein paar Funny Moments, Fails und whatever. Ich habe nämlich gestern einen Aufnahmetag gestartet, habe, glaube ich, ja, eine Stunde Videomaterial auf 2 Minuten gekürzt. Schaut es euch einfach an, Freunde, das war zu schlimm. Also auch die Lobbys sind, wie gesagt, heute nicht besser. Aber oh, was gestern alles passiert ist, das war nicht mehr von dieser Welt. Ja, siehst du, aber noch keiner, nichts. Zack, weg mit dir. Och, das ist ein Camper-Festival hier schon wieder, ne? Jetzt wieder noch über 1000 Euro für bekommen, was auch echt immens heftig ist, so. Och, ich guck dir das doch mal an. Oh! Junge, Junge, Junge! Katsching, Katsching, Katsching! Alles meins, Digga. Was hat der für Marken gehabt? Digga, wenn ich jetzt in die Zone reinrenne, dann gewinnen wir das Spiel. Oh, wir haben auch so gewonnen. Ne? Ich will euch die MP, ach, die M4-Variante zeigen, und es ist hier ein Bug. Was ist das denn hier? Sonderkommando-Variante? Ich krieg die hier. Rauschen-Variante? Ich krieg die hier.
Ja, er lehnt sich an ein Dixie-Klo an. Ich krieg zu viel. Nein, nein, nein! Mann, was ist denn? Nein, hör doch auf. Mann, hör doch bitte auf. Hör doch einfach auf, hör einfach auf, hör einfach auf. Komm, Digga, komm. Es war mir so egal. Ich habe 60 Schuss einfach da reingebrettert. Es war mir egal. Es war mir egal. Hauptsache, ich hole den Kollegen. Er tötet mich durch die Wand. Ich werde geflasht. Sterb dann durch die Wand. Mach's doch mal, heißt die Variante. Ach so! Oh Gott, der Arme. Und ich laber das hier gerade, währenddessen ich hier gerade die schlimmsten Lobbys seit der Erfindung des Schnittwurzels gerade habe. Aber egal. Abgeschlossen. Gute Arbeit da draußen. Ach so!